Kommen wir jetzt mal mit meiner Mause rein, Leute. Let's go, Leute. Gibt's hier denn noch irgendwas Neues? Was Seit wann versteht ihr euch so gut? Wir Schauspielern so wie Leon. Was? Tun sie nicht. Ich hasse ihn. Was habe ich mir denn noch? Leute, wir nehmen morgen, wenn ich du wäre, auf. Ich freue mich schon richtig. Was haben wir da noch? Krefeld, NRW vorbei. YouTube Kacke Fahrradkorps, boah, das wäre auch noch krass. Habe ich schon gesehen. Dann lassen wir es. So. Der Wolf ist ein Ehrenbruder. Ich küsse deine Augen. Bad Boy Prime. Guck, Neues. Es gibt Hunger. Nein, der Teil ist nicht. Ich dachte, das wäre Werbung. Genau das, Alter. Genau das, diese Werbung. Auch wenn sie mir Geld anbringt, aufhören. Ich komme zu. Nein, hallo, ich bin Christian. Den Sound kennen wir alle, oder? Leute. Kennst du den Sound, Lukas? Warum musst du die ganze Zeit die Facecam groß und klein machen? Partner der Kölner Medienrechts, Schwanzlei, Wildeborger und Sorsenorger. Und ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht. Christian, alles gut bei dir, oder? Dass ein McDonalds-Mitarbeiter beim McDonalds arbeitet. Digga, was soll das denn? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das wird zur Anzeige gebracht. Das ist eine klare Meinung und sagt, das geht doch gar nicht. Wer recht hat, erkläre ich euch. Gar nicht. Und das Verbot, ja, der ja, isst schon mal gerne die ja, ein oder andere ja, Pommes. Das dürfte bekannt sein. Er isst ein bisschen mehr als Kant, würde ich mal so sagen. Okay. Und so verwundert es eigentlich nicht, dass er letztens beim McDonald's 8 Pommes bestellt hat. Also 8 Pommes. Also 8 übertreiben. Pommes. Also 8 Pommes. Gut. Das sind echt News, die brauchen wir, oder? Also 8 Pommes hat er bestellt. Das ist krass. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und 8 McPommes bitte. 1 Euro. 8 Mal. 1 Pommes, 1 Euro. Nein, 8 Mal bitte. Wirklich. Er hat sich noch 8. Wer war das? Drogen. Tobi? Bestellt. Das wiederum führte dazu, dass das wiederum dazu führte, dass das wiederum dazu führte, dass das wiederum dazu. Und er hat sich noch 8 Kinder bestellt. Das wiederum führte dazu, dass derjenige am Drive-In-Schalter, Alter, etwas verdutzt fragte. Alter, Sie haben doch gerade 8 Pommes bestellt. Und noch 8 Kinder dazu. Glanzverbot hat sich herzlich darüber aufgeregt, wieso der überhaupt hinterfragen könnte, Spende. Wie viele Kinder man dann bestellt. Gib Lukas einen Nackenklatscher, der Lümmelpirat sieht müde aus, streichelt mal seine Eier. Ich bin wirklich müde, aber ein Nackenklatscher hilft mir nicht. Ach, du kleiner Eierkopf streicheln. Ey, Mann. Stellt. Da könnte ja noch ein ganzer Bus mit Kindern Julian, was soll das? Sitzen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen es jetzt mal folgendes. Wir spielen jetzt einfach eine Runde Minecraft.